So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben letztens die Limited Edition, also die Edition getestet von Aldi mit Pizza und noch mehr Pizza. Da gab es nämlich die Pizza 4 Käse in der Edition und die Pizza Pepperoni Salami in der... Wir haben zwei Aldi-Pizzen getestet, das ist jetzt schon ein bisschen her. Ich mache das aber so, dass ich die Videos alle drei nacheinander hochlade. Was habe ich noch gefunden in der Edition? Nuggets! Aldi Nuggets Limited Edition Hähnchen Buchstaben Nuggets mit Dip. Und da könnt ihr hier das Wort Aldi buchstabieren. Wenn man das L weglässt, steht da einfach nur Adi. Das ist die Addition von Aldi. Und da möchte ich heute mal gucken, wie die schmecken. Aus fein zerkleinertem Hähnchenfleisch, flüssig gewürzt, zusammengefügt, paniert, anfrittiert, gegart, zum erneuten Backen oder Braten mit Curry und süß-sauer Dip gefroren. Ich habe letztens auch einen Eimer, so ein Bucket getestet. Den habe ich aber noch nicht hochgeladen. Da war auch Süß-Sauer-Dip drin. Das war das widerlichste, was ich je gegessen habe. Bin ich mal gespannt, wie der Aldi Süß-Sauer-Dip schmeckt oder der Curry-Dip. Wir machen das jetzt hier direkt mal auf. Ich finde das Design von den Verpackungen sowieso richtig genial. Das wird es jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr geben. Ich habe schon gehört, die Pizza gibt es wohl auch nicht mehr. Die Leute haben nach der Pizza geguckt. Die Leute gucken bestimmt jetzt nach den Nuggets. Ihr werdet jetzt nichts finden. Den stelle ich mir irgendwo ins Regal. Der ist super genial. Und hier haben wir die zwei Dips. Curry Dip und Süß-Sauer Dip. Beziehungsweise sind die jetzt beide gefroren. Wir kriegen die jetzt warm in die Mikrowelle. Da schmilzt doch das Schälchen. Curry Dip, Süß-Sauer Dip. Sieht aus wie bei McDonald's. Das ist richtig toll. Und hier habt ihr eine ganze Tüte Nuggets. Die werde ich gleich mal hier auf den Teller schmeißen. Ungefähr so. Die sehen auf jeden Fall richtig stabil aus, weil die auch richtig groß sind. Jetzt habt ihr einen ganzen Teller mit Nuggets und guckt euch mal an, das ist Buchstabe D. So groß ist der schon. Haben wir ein A? Wir haben ein A. Wir haben ein D. Und wir haben ein I. Und haben jetzt hier Adi. Ja, vielleicht sollte ich die auch einfach dann hinlegen fürs Thumbnail und besser machen. Wir machen jetzt erstmal warm. Die kannst du in der Pfanne machen, die kannst du im Backofen machen. Ich werde die im Backofen machen. Da habe ich nämlich Zeit nebenbei für andere Dinge und muss die nicht wenden. So, die Nuggets sind auf jeden Fall fertig. Ich habe den Ofen gerade ausgemacht. Hört ihr das? Die machen Nugget-Geräusche. Und die sehen eigentlich, also wenn ich mir das so angucke, das ist gerade umgefallen, ein bisschen knusprig aus, sind noch weich. Richtig genial. Also die machen einen super Eindruck. Auf der Kamera sieht das zwar alles jetzt irgendwie gelb und blass aus, aber in Wirklichkeit sehen die aus wie Fischstäbchen. Richtig schön knusprig und lecker und die sind halt schön groß. Bin ich mal gespannt, wie sie schmecken. So, da sind wir zurück und ich finde, das ist jetzt schon das beste Nugget-Video, was wir je hatten. Ich habe auch gerade noch ein Bild gemacht. Hab hier Adi hingelegt, als Adi daneben gesessen hat sogar. Hab das mal hochgeladen in den Community-Tab. Ich kann es ja vielleicht hier oder da oder irgendwo nochmal einblenden. Das fand ich auch richtig cool. Und guckt euch das nochmal an, wie schön das jetzt hier aussieht. Hier ist der Teller mit den Nuggets. Hier sind die zwei Soßen, süß, sauer und hier Curry. Die habe ich in der Mikrowelle jetzt einfach warm gemacht. Deswegen ist das Schälchen total verformt. Hier habe ich die Mad Dog Soße. Die wollen wir vielleicht auch mal probieren, die Maddock 357 und hier nochmal die Packung dazu. Das sieht wirklich herrlich aus. Oder was sagt ihr? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich meine Thumbnails machen soll in Zukunft. Ich versuche immer, mich drauf zu haben und dann das Essen, aber vielleicht... Also braucht ihr lieber ein Gesicht, was euch die Nuggets zeigt? Oder sollen wir es so machen wie eben, wo wir das einfach hingestellt haben? Das könnte man nämlich auch machen. Man stellt das hin, filmt den Teller und die Packung, da bin ich gar nicht drauf. Aber das Essen sieht einfach besser aus, weil du so das Essen halt nicht, weiß ich nicht, nicht so gut in Szene setzen kannst. Guck doch mal, jetzt laber nicht so viel rum, pack dir die Nuggets drauf und dann geht's ab. Das macht total Schatten, ich weiß nicht, das ist anders irgendwie viel besser. Die sind jetzt noch ein bisschen heiß, aber ich habe schon gemerkt, die sind richtig schön weich. Wir probieren erstmal eins so. Wir nehmen mal hier, das ist schon hier auseinandergerissen. Wir nehmen mal das, die Hälfte, und beißen mal rein. Das ist richtig knusprig, richtig genial knusprig, aber das Fleisch mega zart. Und dann ist das irgendwie auch saftig.
Also auf jeden Fall nicht zu trocken. Du bräuchtest überhaupt gar keinen Dip dazu. Das hat so schon einen richtig guten Geschmack. Einen richtig würzig, kräftigen Geschmack. Richtig gutes Aroma. Wo ist das andere Stück? Das gehört, glaube ich, auch noch dazu. Oh mein Gott, wirklich die besten Nuggets, die ich je gegessen habe. Ich würde sogar sagen, in dem Zustand gerade besser als McDonald's, als Burger King, als alles andere. Im Ofen gemacht. Vergesst mal, was ihr sonst so kennt. Das wäre was für ein Magus God, aber die gibt es wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Hätte mich mal interessiert, wie der die findet. Nehmen uns mal so einen Buchstaben A. Plus den Curry Dip, dippen mal hier rein. Gucken mal, wie es mit dem Curry Dip schmeckt. Ich weiß nicht, was mit dem Curry Dip passiert ist. Der ist total flüssig jetzt. Ich glaube, der hat einen Stich wegbekommen in der Mikrowelle. Der schmeckt auf jeden Fall gerade seltsam. Aber wir haben noch den Süß-Sauer Dip. Der sieht nicht so flüssig aus. Der ist ein bisschen schleimig, ein bisschen dicker auf jeden Fall. Der ist okay. Obwohl ich sagen muss, der McDonald's Süß-Sauer Dip schmeckt mir besser als der. Aber der ist nicht so widerlich wie die von dem komischen Hühnereimer. Der war richtig abartig. Also bei den Dips ist ja egal. Scheiß auf die Dips, das ist eh nichts wert. Ihr könnt ja selber da Soßen dran machen, was ihr wollt. Wenn ihr irgendeine schöne Karibik-Soße habt, irgendeine Samyang-Soße, irgendwie sonst was. Oder ihr macht mal Mad Dog dran. Das möchte ich mir jetzt auch mal probieren. Dafür werde ich, glaube ich, ein A nehmen. Weil das A hat die größte und breiteste Fläche wieder mal. Wir nehmen mal ein A, tropfen uns von dem Mad Dog was hier drauf. Ein Tropfen, nicht mehr. Das ist gefährlich. Das ist nur für große Gerichte zum Schärfen und nicht dafür, dass ihr euch auf den Nugget hier so einen Tropfen drauf macht. Das ist eigentlich schon viel zu viel für normale Menschen, die jetzt scharf nicht gewohnt sind. Damit könnt ihr einen kompletten großen Küchentopf, Linseneintopf schärfen. Also nicht das Nugget. Aber wir hauen es mal rein. Ich weiß immer noch nicht warum, aber die Mad-Dog-Soße hat seit geraumer Zeit irgendwie so einen richtig süßlichen, weihnachtlichen, komischen, muffigen Geschmack. In vorderster Note, den hat die meiner Meinung nach sonst nicht gehabt, die war eigentlich sehr geschmacksneutral und war einfach nur scharf. Das war ja der Vorteil von der, dass du Sachen damit schärfst, weil die keinen Eigengeschmack hat. In letzter Zeit habe ich so einen richtig, denke ich, ich bin im Weihnachtsmodus drin, Weihnachtsstimmung, weil die so komisch süßlich da im Vordergrund auf einmal schmeckt. Aber dann kommt alles hinterher, alles ist scharf, alles brennt, die haut wieder mal rein. Oh. Und deswegen würde ich sagen, weil die so gut dazu passt, was aber gleichzeitig einfach richtig genial ist, nehmen wir nochmal ein A. Aber wenn wir das jetzt haben, tunken wir nochmal schnell mit einem anderen in den anderen Napf. Boah, das ist die beste Kombination. Du hast Mad Dog für einen richtig scharfen, extrem brennenden Geschmack. Aber damit das nicht einfach nur brennt, habe ich jetzt mir zweimal ein I, einmal in den Curry Dip, einmal in den süß-sauren Dip, nacheinander reingeschoben, drei Dinger im Mund. Alles kombiniert sich, alles vermischt sich. Was eine geniale Geschmacksvielfalt. Was für geniale Chicken Nuggets. Schön groß, schön weich, schön saftig, schön knusprig, fluffig, alles dabei. So muss es sein. Die würde ich mir öfters holen. Die würde ich mir immer holen am liebsten. Vielleicht muss ich mal gucken, was es noch so für Nuggets gibt im Aldi, wenn die nicht die Addition haben in dem Karton. Vielleicht haben die trotzdem normale Nuggets, die auch gut schmecken und mit einer normalen Form. Sind wir mal gespannt. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.